The Elder Scrolls Oblivion war ein grandioses Rollenspiel. Und doch gehört das Fantasy-Meisterwerk auch zu den größten Aufregern der Software-Historie. Denn Bethesda bot kurz nach dem Release zwei lachhafte Pferderüstungen zum Download an. Wohlgemerkt für 2,50 Euro. Ganz klar, das nennen wir Abzocke. Ja, auch Tales of Vesperia ist ein unterhaltsames Rollenspiel. Der Konsolentitel von Namco Bandai punktet mit schicker Anime-Optik und actionreichen Kämpfen. Und wer faul ist, der dürfte sich über das entsprechende DLC-Angebot freuen. Denn man kann seine Charaktere per Download um 10 Stufen aufleveln. Weil das aber über 4 Euro kostet und den Sinn eines Rollenspiels komplett ad absurdum führt, sagen wir dazu: Abzocke. Seek comfort in security. EVE Online ist eine faszinierende Online-Welt, die ihre Kundschaft so ernst nimmt wie kaum ein anderer Titel. Und doch hat Entwickler CCP auch schon mal kräftig ins Klo gegriffen. Denn im Rahmen des Incarna-Updates führte man Avatar-Items ein. Darunter so unnützes DLC-Zeug wie ein Monokel. Und diese Sehhilfe kostete umgerechnet sagenhafte 50 Euro. Mit einem Wort: Abzocke. Again. Das Open-World-Spiel zum legendären Mafia-Film Der Pate erntete gerade mal ordentliche Kritiken und verkaufte sich schleppend. Vielleicht lag es ja daran, dass EA die Thematik organisiertes Verbrechen auch in Sachen DLC zum Programm machte. Denn per Download konnte man Ingame-Währung für echte Moneten kaufen. 2 Euro für 250.000 Spieldollar? Klingt doch mal nach Abzocke. Überweist uns einfach Geld, dann wechseln wir den Sprecher dieses Videos gegen einen anderen aus. Was komplett absurd klingt, ist im Prügelspiel BlazBlue beliebtes Geschäftsmodell. Für 5 Euro kann man dort eine neue Ansagestimme herunterladen. Klare Sache, das ist Abzocke. Capcom ist nicht nur für tolle Spiele bekannt, sondern auch für seine fragwürdige DLC-Politik. Besonders die Spiele der Street Fighter-Serie sind die reinsten Download-Taschendiebe. 4 Euro kosten ein paar Replay-Videos in Street Fighter Third Strike. Für denselben Betrag könnt ihr in Street Fighter X Tekken einen Satz Kämpfer-Outfits erwerben. Und weil der DLC bereits auf der Spieledisk vorhanden ist und lediglich freigeschaltet wird, fällt uns dazu nur eines ein: Abzocke. Grid 2 ist nun wahrlich kein schlechtes Rennspiel, aber Codemasters vergrault seine Fans mit einer geradezu bizarren DLC-Flut. Zum und kurz nach dem Release veröffentlichte der Hersteller gleich 6 Download-Inhalte. Und weil die eigentlich ins Hauptspiel gehört hätten und insgesamt knapp 30 Euro kosten, sagt die Community zu so etwas: Abzocke. Der Train Simulator 2013 ist nicht nur ein sperriges Stück Software, sondern auch der absolute König unter DLC-Anbietern. Auf Steam gibt es gleich dutzendweise Strecken und Züge zu kaufen. Wer alle Zusatzinhalte erwerben möchte, der braucht ein dickes Sparbuch. 1918,78 Euro. Das klingt nicht nur ein bisschen nach Abzocke. Dream Club Zero gibt es nur in Japan. Die Faszination der skurrilen Dating-Simulation ist für westliche Geschmäcker aber auch schwer zu begreifen. Überaus verständlich ist jedoch der Sinn des Upgrade-Bikinis. Dieser DLC-Badeanzug tut genau das, was sein Name verspricht. Er pustet die Oberweite seiner virtuellen Trägerin auf. Zum Preis von knapp 6 Euro ist das... Ach, wir wissen auch nicht, was man dazu sagen soll.